Alchemie technisch können wir ja noch mal weiße Möwe herstellen. Und Kuss. Donner. Argentia. Öl. Ach Gott, wir haben eine Ölrezeptur. Das ist ja kacke. Das hätte ich wissen müssen. Weil das ist ja echt geil hier. Mit Silberschwert mehr Schaden. Ja, echt nicht schlecht. Kuss ist vielleicht auch nicht schlecht mal mitzunehmen. Können wir auch mal herstellen. Und dann machen wir nochmal eine weiße Möwe. Dann haben wir nämlich erstmal genug. Schneesturm. Haben wir denn noch einen Schneesturm? Nee, dann können wir nämlich auch noch einen Schneesturm machen. Doch, hatten wir doch noch. Ah, gut. Egal. Weißer Honig. Davon werden wir wahrscheinlich auch nochmal brauchen, von dem weißen Honig. Die Toxizität ist ja hier vorhanden. Das ist, erinnert einen ja wirklich an, wie heißt es? Habe ich gerade eben noch gesagt. Fallout, genau, Fallout. Sehr daran erinnert. Ja gut, dann meditieren wir mal. Ich bin geil! Wer schreit denn da, ich bin geil? Was ist das denn, ey? Ich bin geil! Schreit er da durch die Gegend. Echt gut. Coleman wieder nicht da. Konrad. Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Okay. Jetzt ist sogar noch ein Geiger mit dazu gekommen. Ist ja auch cool. Was wollt ihr? Trinkt ihr was mit mir? Na klar. Heben wir mal. Heben wir mal Kettengold. Ach, noch mehr? Ich habe aber nichts mehr. Ich vergeude meine Zeit. Oho. Herrje, was sollte das denn jetzt? Was wollt ihr? Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er pro Stück. Abgemacht. Was? Lebt wohl. Moment, wie viele haben wir denn jetzt gegeben? Alle? Wir haben dem alle gegeben. Achso. Wir müssen gleich sowieso wieder schlafen. Können wir hier auch, die anderen Abzeichen noch rausholen?
Bücher können wir auch wieder wegpacken. Das Meteoritenerz können wir auch erstmal wegpacken. Können wir erstmal nichts mit anfangen. Ja, Wertsache. Was macht das überhaupt? Ach, das war ja diese Klingenüberzug. Genau, das ist egal. Schlafen tun wir gleich auch. Ich will mal überlegen, ob wir einfach mal... Lebt wohl. Ich möchte mal gerade hier was ausprobieren. Wir haben ja eh ein bisschen Kohle. Habt ihr irgendwo Coleman gesehen? Ihr habt wohl mit dem Lump Geschäfte gemacht und dann ist er verschwunden, richtig? Könnte man sagen. Ihr habt Glück. Das Unfallrisiko unter seinen Geschäftspartnern ist extrem hoch. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Abends sammelt er Transporter auf dem Deich ein. Aber wenn ihr ihm einen Dienst leistet, fragt nach, warum er ihn geleistet haben wollte. Na gut. Wir werden euch für alles, was ihr herausfindet, gut belohnen. Sind Zimmer frei? 5 Orens. Dann schlafen wir mal. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr klar auf unser Leben. Und zwar ein Stündchen. Nein. Ein Stündchen müsste ja. Wie lange hält denn dieser? Kann man das jetzt nicht sehen? Scheiße. Dann machen wir mal so, ja, 2 Stückchen. Müsste da wieder ein bisschen fit sein. Wer will einer aufs Maul? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Hoffentlich zumindest. Ja, das sieht besser aus. Ich poliere euch die Fresse! Und dann gehen wir mal zu Coleman. Da haben wir ja noch ein bisschen was zu erfragen. Ich wollte ja eigentlich hier noch ein bisschen Alkohol kaufen und dann mit dem einen nochmal saufen und so, aber... Ach, jetzt habe ich die Salamanderabzeichen gar nicht nochmal verkauft, ne? Egal. Jetzt weiß ich ja, wo wir die loswerden können. Okay, zum Deich müssen wir. Und dann irgendwie rechts runter und Kanal und dann links das Haus. Ah ne, das war wieder was anderes, ne? Das war ja der Typ, der hier sein Dingens haben wollte. Er wollte um Mitternacht ja wieder kommen, ne? Hä? Und wenn das alles wäre, was ich gesehen habe? Seid ihr sicher? Ihr verliert die Hälfte eures Goldes. Wartet, da kommt jemand. Das ist dieser weißhaarige Kerl. Er hat uns entdeckt. Vorsicht, er ist ein Hexer, der ist gefährlich. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Hexer? Das war ein nettes Schwätzchen. Hört auf, den Dummen zu spielen. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ihr habt mich nie bezahlt. Hier sind 100 Orens. Verratet mich nicht. Warum nicht? Ich helfe Vincent, die geheime Organisation der Salamandra zu zerschlagen. Besonders erfolgreich seid ihr aber nicht. Oh, weil irgendein Dummkopf dauernd Salamander tötet und unsere Fallen und Pläne sabotiert. Habt ihr eine Ahnung, wer? Nein, aber wenn ich ihn finde, setze ich seinem Treiben ein Ende. Wenn er wüsste, dass wir das sind. Hexer? Erzählt mir, welche Wirkung Fistech hat. Eine kleine Dosis hebt die Stimmung, wie ein Aufputschmittel. Größere Dosen bewirken Euphorie, unter Umständen Aggressivität, aber lindern Schmerz und Müdigkeit. Sucht ihr nur etwas Spaß oder wollt ihr ins Geschäft einsteigen? Weder noch. Adieu. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Rechts irgendwie Kanal. Haus links. Wie war das denn jetzt noch? Ah, da geht's runter. Aber hier ist doch links gar kein Haus. Blub. Moment, was müssen wir denn jetzt noch mit Coleman machen hier? Ich hatte doch noch irgendwas mit Coleman. Man muss zum Tor geradewegs zum Deich gehen, dann ist es das Haus direkt an der ersten Kreuzung. Das Haus gerade direkt in der Kreuzung? Was?
Ah, ich weiß, was der meint. Hier, der meint das Haus, wo wir schon mal drin waren. Unten mit den Kackviechern. Hier waren noch die Geister. Aber die dürften ja nicht mehr sein hier. Haha. Das meinte der. Das haben wir ja schon gemacht. Ich glaube, Al-Ghule oder so waren das, ne? Al-Ghule. Oder Al-Ghule. Ich weiß es nicht. Da-da-da. Jetzt hier lang. Dann hier wieder runter. Wups. Und wups. Und jetzt können wir auch dem Typ dann seine Salamanderabzeichen geben. Gasthaus zum haarigen Bären. Zum haarigen Bären. Konrad, da ist er. Der Konrad. Zack. Ja. Ja? Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Trefflich. Aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Gut. Ich wusste, ihr seid ein anständiger Kerl. Sind wir mal nett. Sind wir mal nett. Heute sind wir mal nett. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ich seh zu. So, hier, dann kann ich auch mit dir den trinken. Was wollt ihr? Wollt ihr? Moment, ja. Ich will ein Abzeichen verkaufen. 10er. Was? Ah, ich bin am Überlegen. Wir müssten doch einfach nur. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach mal hier ein bisschen. Ich kaufe mir ein bisschen Wein. Und so ein Zeugs. Und dann besaufen wir uns mal mit dem. Nein, ich will kaufen. Ach, der hat ja hier gar nichts. Ich muss zur Kellnerin, ne? Ade. Wo ist die Kellnerin? Da ist die Kellnerin. Hallo. Was? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Ich hätte gerne hier normalen Alkohol. Ja, Alkohol, mittlerer Alkoholgehalt. Ja, komm, wir haben doch das Geld. Weil vielleicht plaudert der dann ein bisschen. Habt ihr euch Ist hier was Interessantes passiert? Die Jungs kämpfen miteinander. Andere wetten auf den Sieger. Manchmal verprügeln sie Besucher. Das ist alles sehr, sehr langweilig. Gehen wir nach hinten. War nur ein Scherz. Mein Mann würde mir den Kopf abreißen, wenn ich mit euch ginge. Vielleicht sollten wir es riskieren. Nein, kürzlich hat er mich so sehr verprügelt, dass ich einen Zahn ausgespuckt habe. Auf bald. Dass der Gerald nicht sagte, oh, da kümmere ich mich drum. Naja. Trinkt ihr was mit mir? Na klar! Los geht's! Weiter geht's! Und weiter geht's! Ah, ich habe genug! Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wer mir da helfen könnte? Ich arbeite für Leuwarden, einen steinreichen Kaufmann. Der hat viel Arbeit zu vergeben. Danke. Ihr wart mir eine große Hilfe. Meinen Freunden helfe ich immer gern. Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Haut ab! Schade, hätte ja klappen können. Ui. Das torkelt nach rechts und nach links. Das ist ja krass. Übertreibt es nicht. Oh, wie die sich da Fistech reinziehen, die ollen Futköppe. Zap. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wieder pennen. Gott, wir haben aber viel erreicht in der Aufnahme, würde ich mal sagen. Das ist noch ein armer Mann, den sehen wir sogar doppelt. Boah, wie alles andere hier auch.
Kann einem ja schon sehr schummrig werden. Gut. Wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Bis zum Morgengrauen. Und ja, in diesem Sinne werde ich dann erstmal die Aufnahme, ja, beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss. Macht's gut.